Ja, es war wieder ein ganz, ganz herzliches Willkommen hier auf dem Megaprojekte-Server. Ja, ich bin ja immer noch dabei, so eine kleine Weihnachtsüberraschung bzw. Weihnachtsvorbereitung zu basteln. Die ersten zwei Videos habe ich kommentarlos mit ein bisschen Musik im Hintergrund hochgeladen. Ja, und heute soll es dann endlich mal soweit sein. Ich will euch einfach mal zeigen, was ich gemacht habe. Ich habe einen Haufen Schalter gebaut. Um genau zu sein, sind es 24. Warum sind es 24? Ganz einfach. Weil hier ein Kalender drin eingebaut ist. Ich würde sagen, wir fliegen hier erstmal einmal gemütlich drumherum, um einfach mal zu sehen, was hier überhaupt entstanden ist. Ja, es ist noch nicht hundertprozentig fertig, aber naja, ich sag mal, ist schon vom Prinzip her grob zu erkennen, was es sein soll. Und ja, Funktionen insoweit sind hier nicht so ganz viele drin. Das Licht ist zwar ein- und ausschaltbar, aber nur direkt an den Lampen. Und die Blinker blinken halt nicht, die leuchten halt nur. Aber sie sind zumindest eingebaut und auch insoweit funktionsfähig. Ja, hier habe ich mir jetzt mal ganz ehrlich gesagt nicht die Arbeit gemacht, und neue Reifen und Felgen zu konstruieren. Und zwar habe ich hier einfach mal die Felgen genommen von dem kleinen roten Truck, den ich gebaut habe, mit den Paletten drauf. Die fand ich eigentlich ganz schick hierfür. Hat sich eigentlich, ich sag mal so, ganz gut ergeben. Ja, ansonsten soll das hier so ganz grob einen alten Bulli darstellen. Wie gesagt, so einige Details fehlen noch, ist noch nicht so 100% fertig, aber da wird mit Sicherheit noch das ein oder andere kommen, denn ich habe hier überwiegend alles alleine gemacht, da das Team im Moment wenig Zeit und Lust hat zum Minecraft spielen, habe ich halt eben hier den überwiegenden Teil alles alleine gebaut. Ja, hier oben nochmal so ein bisschen so Dachreling und so weiter. Und ja, jetzt würde ich sagen, gehen wir aber mal runter und gucken uns einfach mal diese Schaltergeschichte an, um was es da überhaupt geht. So, und zwar machen wir es hier mal kurz ein bisschen dunkel. Ich habe momentan einen Texture Pack drin von, beziehungsweise ein Resource Pack, Fantasia HD von Noxys Fantasia Pack und den Zeus Shader, um einfach hier so ein bisschen die Lichter ein bisschen besser darstellen zu können. Das da unten ist Lava. Werd gleich sehen, warum. Ja, um was soll es hier einfach gehen? Die Planung liegt darin, dass wir vom 1. von da bis zum 24. jeden Tag ein Special-Video raushauen werden. Zumindest, also ich werde es auf jeden Fall tun. Wie es bei den anderen aussieht, kann ich euch leider nicht sagen, da es Minecraft-mäßig momentan ein bisschen eingeschlafen ist, was eigentlich schade ist. Aber gut, die Leute sind halt mit anderen Dingen beschäftigt. Ja, es wird so sein, ich werde jeden Tag ein Special raushauen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, inwieweit dieses Special, sage ich jetzt einfach mal, da so abgelaufen wird. Es wird jeden Tag eine Zahl dazu geschaltet, wie man hier sehen kann. Und am 24. gibt es ja noch eine kleine Überraschung. Da hier unten die Lava. Und oben im Dach ist ein kleines Loch. Ja. Aber dazu kommen wir halt eben auch erst am 24. So, jetzt machen wir es mal wieder ein bisschen Tag, dass man hier ein bisschen was sehen kann. Nein, wir machen richtig Tag, dass man auch wirklich was sehen kann. Und ja, zu den Special-Videos, ja gut. Ich bin am Überlegen, jeden Tag irgendwie was Neues zu bauen, ist blöd. Jeden Tag ein Tutorial machen ist genauso blöd, da ich kein Mensch von Tutorials bin.
Ich bin eigentlich mehr so, ja, fürs Grobe zuständig. Ich baue halt einfach, ich sag mal, die Konturen, die Umrisse und die Außenteile von irgendwelchen Projekten. Und ja, ich sag mal, für die Details, ja, sind entweder andere oder gar keiner zuständig. Sagen wir es mal so. Ich habe hier zwar so das ein oder andere an Details versucht, grob mit reinzufriemeln. So hier so versenkte Türgriffe und solche Spielereien und hier so ein bisschen vorne im vorderen Bereich so ein bisschen das Ganze mit dem MP drin für Megaprojekte. Aber ansonsten innen drin ist nix außer der Kalender. Oh, ich meine, da können wir ja mal eben reingehen. Ich mache mal hier kurz mal ein bisschen Blick rapschen. Ups, geh da rein. So, machen wir hier wieder zu. So, hier drin ist natürlich stockefinster. Ist klar, weil, ne, sind halt schwarz getönte Scheiben und dann ist ja stockefinster. Jetzt muss ich kurz gucken. Ja, okay, das müsste der. Gehen wir kurz in die Einstellung rein, weil ich hatte eine andere Version gespielt und somit ist also meine Steuerung dahin. So, Dynamic Light. Screenshot, Perspektive. Jetzt muss ich das mal wiederfinden hier. Light Struggle, Sprinten. Kann das sein, dass ich jetzt wieder die falsche Version ausgewählt habe? Sieht fast so aus. Mal wechseln, Perspektive. Perspektive umschalten. Also irgendwas fehlt mir hier momentan, aber nicht schlimm. Müssen wir halt ein bisschen dunkel leben. Geht halt nie anders. So, hier unten drunter, im Finsteren verborgen, ist der Kalender. Wow, und ansonsten, wie man sieht oder nicht sieht, je nachdem, ist hier nicht viel drin. So, dann bauen wir uns hier mal wieder raus. So, okay. Ja, zum Special dachte ich mir einfach so, werde ich einfach jeden Tag irgendeines der Projekte hier auf dem Server nochmal vorstellen. Sei es der Spawn, den wir gemacht haben. Eventuell einer der LKWs oder irgendwas anderes. Und ja, zum 24. hin. Mal gucken, vielleicht fällt uns da auch noch irgendwas Hübsches ein, dass wir da eventuell vielleicht eine Sonderserie, Sondersendung oder irgendwie Sondervideo oder was auch immer machen. Wollen wir mal schauen. Bin mir noch nicht so 100% sicher, wie und was ich da mache. Und da auch die Ideen, ich sag mal, allgemein vom Team, was wir so tagsüber bzw. für die Tage über machen, leider momentan ein bisschen spärlich sind, eigentlich gen Null gehen. Ja, muss ich mal schauen. Vielleicht fällt mir da irgendwas zu ein. Und ich denke mal, lasst euch einfach mal überraschen. Wir haben heute den 10.9. Ich werde das Video versuchen, heute noch hochzuladen. Es sind ja noch so 2, 3 Tage Zeit, dass uns da vielleicht noch das ein oder andere zu einfällt. Und mal gucken, was da rauskommt. Gut, das soll es dann aber auch erstmal hier wieder gewesen sein von meiner Seite. Ihr wisst, was euch erwartet. Ob das jetzt nun gut oder ob das schlecht ist, das müsst ihr selber entscheiden. Und ich denke mal, der ein oder andere wird Spaß haben, der andere wiederum nicht. Aber man kann es nun leider Gottes nicht jedem recht machen. Und somit sage ich einfach erstmal danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Minecraft oder irgendwas anderes. Ich sage einfach mal, macht's gut, haut rein und tschüss.